Jahrelang hielt man Knöpfe und Knopflöcher für die beste Methode, Material miteinander zu verbinden. Dann kam der Reißverschluss. Es zeigte sich, dass er viel schneller und stärker ist und zwischen den beiden Teilen keine Lücken offen lässt. Vor kurzem wurde dieses Reißverschlussprinzip für ein ganz neues System der Dacheindeckung und Wandverkleidung genutzt. Dadurch ist die Montage und Befestigung von Dach- und Wandbahnen ohne Durchbohrungen möglich geworden. Kalzipdächer und Wände sind schnell und einfach montiert. 30 cm breite Bahnen, die vom First bis zur Traufe reichen, werden ineinander geklinkt. Dann werden Verankerungsclips auf die hochstehenden Stege gesetzt und an den Pfetten befestigt. Die Stege der Bahnen werden mit einem elektrisch angetriebenen Spezialwerkzeug schnell miteinander verbördelt. So werden die Bahnen eng miteinander verbunden und die Befestigungsclips fest in den Steg eingeklemmt. Damit wird erreicht, dass ein einteiliges, korrosionsbeständiges Dach mit hoher Tragfähigkeit und großen Spannweiten entsteht. Die fest miteinander verbördelten Säume sind so ausgebildet, dass kein Wasser durch Kapillarwirkung angesaugt werden kann. Das Dach ist tatsächlich eine wetterdichte Schutzhaut. Kalzip-Dacheindeckungen und Wandverkleidungen haben sich in der Praxis bereits bei verschiedenartigsten Bauvorhaben unter unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen bewährt. Das Kalzipdach- und Wandsystem ist ganz und gar funktionsgerecht. Die Elemente sind aus Metall, die Stege sind aus Metall, die Verankerungen aus Metall. Es entstehen keine Löcher durch die Befestigung, keine Überlappungen, die abgedichtet werden müssen. Jeder Quadratmeter Kalzip ist ein Quadratmeter Dach, einschließlich der Lichtbahnen, die eine natürliche Tageslichtbeleuchtung erlauben. Kalzipbahnen ermöglichen leichte Handhabung und leichte Montage. Kalzip ist ein funktionsgerechtes, wirtschaftliches, regendichtes Dach- und Wandsystem, das beim Bau von Industriegebäuden beträchtliche Einsparungen ermöglicht. Das Kalzip-System stellt einen weiteren Schritt in den Bemühungen dar, für die Bauindustrie immer bessere Baustoffe zu entwickeln.